Prinzip genannter zusammengefasst werden können, nämlich dass die Naturgesetze unabhängig vom Bewegungszustand dieses Bezugskörpers sein müssen, weil sie ja sonst nur etwas über den Bezugskörper und nicht über die Natur sagen. Um diesen Gedanken tatsächlich dann widerspruchsfrei einführen zu müssen, muss der von Newton so gern leicht eingeführte absolute Charakter der Zeit aufgegeben werden und wir müssen Bezugskörper einführen und uns, die Formulierung muss so sein, und das ist das eigentlich Schwierige, wenn man das mathematisch macht, dass in diesen Systemen, die man dann benutzt, die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit garantiert ist. Dafür müsste man ein bisschen Physik studieren, dazu müsste man ein paar Formeln einfach auswählen, aber das ist nicht sehr schwierig. Der Grundgedanke ist nur klar, dass diese eigentliche der Wunsch von Einstein, die Symmetrie zwischen der Newton'schen Mechanik und der Maxwell'schen Mechanik herzustellen, erzwingt, dass man die Grundbegriffe, die die Physik kennt, also Raum und Zeit und Gleichzeitigkeit und Gleichartigkeit, Bezugskörper und sowas, bedenkt. Und wenn man das genau tut, kommt man zu einer tatsächlich in sich widerspruchsfreien Lösung. Selbst wenn sie offenbar unserem gesunden Menschenverstand, der doch Raum und Zeit scheinbar trennen kann, widerspricht. Das sind jetzt komplizierte Sachen, die Einstein gemacht hat, die ihn natürlich berühmt gemacht haben. Er hat natürlich auch noch viele Beiträge zur Quantenphysik geliefert, aber auf die ich aber jetzt nicht weiter eingehen will, sondern ich möchte Einstein auch noch als jemanden darstellen, der sich über einfache physikalische Dinge zusammengestellt hat, weil ich nämlich tatsächlich glaube, dass man Einstein als jemanden verstehen sollte, der durch und durch Physiker war, der von in allen Phänomenen, die ihm so vor die Augen kamen, immer die physikalischen Überlegungen, wie sie sinnvoll anzuwenden war, eingesetzt hat und das auf wunderbare Weise getan hat. Ausgerechnet in dem Jahr 1926, als sich die meisten Atomphysiker über die Frage der Quantensprünge, der neuen quantenmechanischen Formulierungen, des Spins, der da eine Rolle spielt, Gedanken machte, hat Einstein sich etwas daraus zurückgezogen und ganz einfach über Wasserläufe auf der Erde nachgedacht. Er hat nämlich über das Phänomen gewundert, das wir alle kennen, dass die meisten Flüsse, die wir auf der Erde sehen, dass sie ja nicht geradlinig laufen, sondern dass sie so mäandrieren. Wir kennen das. Sie brauchen nur auf jede Karte zu schauen, wenn Sie den Main anschauen oder wenn Sie, dass Flüsse gerade laufen, ist in den seltensten Fällen der Fall, sondern das sind immer solche wechselhaften Bewegungen. Und Einstein hat sich auch darüber Gedanken gemacht, hat das übrigens mit eigenen Illustrationen dann publiziert. Und das ist, finde ich, eine Wissenschaft der Physik, die sich auf den Schulen lohnt, weil man ja nicht immer über Atome, nicht immer über komplizierte kosmologische Fragen nachdenken sollte, sondern über Phänomene, die man unmittelbar vor Augen haben kann. Wir laufen zwar in Raum und Zeit herum, aber bevor wir da Gedanken uns machen, dauert das etwas länger. Wir machen uns vielleicht mehr Gedanken über Wasser, das fließt, oder über andere einfache Dinge. Und auf eines davon geht Einstein ein. Die Ursache der Mäanderbildung, der Flussläufe und des Bär'schen Gesetzes. Es ist allgemein bekannt, dass Wasserläufe die Tendenz haben, sich in Schlangenlinien zu krümmen, statt der Richtung des größten Gefälles des Geländes zu folgen. Ferner ist den Geographen wohlbekannt, dass die Flüsse der nördlichen Erdhälfte die Tendenz haben, vorwiegend auf der rechten Seite zu erodieren. Flüsse auf der Südhälfte verhalten sich umgekehrt. Bär'sches Gesetz. Versuche zur Erklärung dieser Erscheinung liegen in großer Zahl vor, und ich bin nicht sicher, ob dem Fachmann etwas, was ich hierüber im Folgenden sage, neu ist. Teile der darzulegenden Überlegungen sind jedenfalls bekannt. Da ich jedoch niemand gefunden habe, der die in Betracht kommenden ursächlichen Zusammenhänge vollständig gekannt hätte, halte ich es doch für richtig, dieselben kurz qualitativ darzulegen. Zunächst ist klar, dass die Erosion desto stärker sein muss, je größer die Strömungsgeschwindigkeit unmittelbar am betreffenden Ufer ist, beziehungsweise je steiler der Abfall der Strömungsgeschwindigkeit zu Null hin an einer ins Auge gefassten Stelle der Flusswandung ist. Dies gilt unter allen Umständen, gleichgültig ob die Erosion auf mechanischer Wirkung oder auf physikalisch-chemischen Faktoren, Auflösung von Bodenbestandteilen, ruht. Wir haben daher unser Augenmerk auf diejenigen Umstände zu richten, welche die Steilheit des Geschwindigkeitsabfalles an der Wandung beeinflussen. In beiden Fällen beruht die Asymmetrie bezüglich des ins Auge zu fassenden Geschwindigkeitsgefälles indirekt auf der Ausbildung eines Zirkulationsvorganges, auf den wir zunächst
unser Augenmerk richten wollen. Ich möchte dazu noch Folgendes sagen. Was jetzt kommt, ist meiner Ansicht nach das großartigste Stück, also das Juwel von Einsteins allgemeiner Physik, also die nicht sich um komplizierte Relativitätstheorien oder atomphysikalische Dinge handelt. Er schildert im Augenblick einfach eine Teetasse. Und Gerüchten zufolge ist er selbst gar nicht auf den Gedanken gekommen, er hat offenbar nicht so viel Tee getrunken, sondern eines Tages saß der Nobelpreisträger Erwin Schrödinger in Berlin mit seiner Frau Annemarie auf der Terrasse und beide tranken Tee. Und da fiel Frau Schrödinger auf, wenn sie umrührt und den Weg der Blätter verfolgt, dass die dann einen bestimmten genauen Weg laufen, nämlich sich in der Mitte sammeln, wie das Einstein gleich beschreiben wird. Und dann hat Annemarie Schrödinger ihren Mann gefragt, hey, du bist doch Nobelpreisträger für Physik, wie kommen die Blätter in die Mitte der Tasse? Und da hat Schrödinger einen roten Kopf bekommen, hat gesagt, das weiß ich nicht, aber ich rufe mal Albert an. Dann hat er bei Einstein angerufen und Einstein ist ins Grübeln gekommen, hat dann die Teetasse erklärt und ausgelernt und gesehen, wie er aus der Teetasse die ganze Welt verstehen kann. Ich finde diese Arbeit von Einstein deshalb so großartig, weil sie alle Bedingungen eigentlich eines idealen Textes für den naturwissenschaftlichen Unterricht erfüllt. Sie fangen mit etwas an, was Sie jederzeit zu Hause auf dem Küchentisch nachvollziehen können und erklären anschließend damit die ganze Welt. Jetzt aber zunächst der Küchentisch. Ich beginne mit einem kleinen Experiment, das jeder leicht wiederholen kann. Es liege eine mit Tee gefüllte Tasse mit flachem Boden vor. Am Boden sollen sich einige Teeblättchen befinden, die dadurch am Boden festgehalten sind, dass sie etwas schwerer sind als die von ihnen verdrängte Flüssigkeit. Versetzt man die Flüssigkeit mit einem Löffel in Rotation, so sammeln sich die Teeblättchen alsbald in der Mitte des Bodens der Tasse. Der Grund dieser Erscheinung ist folgender. Durch die Drehung der Flüssigkeit wirkt auf diese eine Zentrifugalkraft. Diese würde an sich zu keiner Modifikation der Strömung der Flüssigkeit Veranlassung geben, wenn diese rotierte wie ein starrer Körper. Aber in der Nähe der Wandung der Tasse wird die Flüssigkeit durch die Reibung zurückgehalten, sodass sie dort mit geringerer Winkelgeschwindigkeit umläuft als an anderen, mehr im Inneren gelegenen Stellen. Im Besonderen wird die Winkelgeschwindigkeit des Umlaufes und damit die Zentrifugalkraft in der Nähe des Bodens geringer sein als in größerer Höhe. Dies wird zur Folge haben, dass sich eine Zirkulation der Flüssigkeit ausbildet. Sie wächst so lange an, bis sie unter der Wirkung der Bodenreibung stationär geworden ist. Die Teeblättchen werden durch die Zirkulationsbewegung nach der Mitte der Tasse mitgenommen und dienen zu deren Nachweis. Analog ist es bei einem Fluss, der eine Krümmung erleidet. In allen Querschnitten des Flusslaufes wirkt, wo dieser gebogen ist, eine nach der Außenseite der Biegung gerichtete Zentrifugalkraft. Diese ist aber in der Nähe des Bodens, wo die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers durch Reibung reduziert ist, kleiner als in größerer Höhe über dem Boden. Dadurch bildet sich eine Zirkulation aus. Aber auch da, wo keine Flussbiegung vorhanden ist, wird sich eine Zirkulation ausbilden, wenn auch nur in schwachem Betrag, und zwar unter dem Einfluss der Erddrehung. Diese bewirkt nämlich eine quer zur Strömungsrichtung gerichtete Corioliskraft. Wir brechen das jetzt hier ab. Einstein entwickelt im Folgenden, warum die Mäanderbewegung genauso ist, wie wir sie beobachten. Dazu muss man jetzt etwas genauer in diese merkwürdige Kraft eingehen, die auf sich drehenden Oberflächen eingeht. Das ist aber etwas für den Schulunterricht oder etwas, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Man kann den Text in dem Büchlein Mein Weltbild nachlesen, auch mit Zeichnungen, die Einstein dazu gemacht hat, die genau illustrieren, wie sein Gedanke dabei abläuft. Ich glaube, dass das ein wunderbarer Text ist, um das zu verstehen, was man physikalisches Denken nennt. Denn was sonst exerziert er hier? Er möchte die Welt erklären, er möchte den Flussverlauf erklären und er kann das aus dem Verhalten von Teeblättern, die er umrühren kann, gewinnen. Und selbst der kleinste Gedanke, nämlich warum Teeblätter überhaupt unten auf dem Boden liegen, ist von ihm noch mit einem physikalischen Hinweis versehen. Also wenn man Kindern beibringen will, physikalisch zu denken, ist das die Stelle, an der man anfängt, denn das ist ja viel spannender, als irgendwelche Newtonschen Gesetze auf irgendwelche Bewegungen anzuwenden, die man gar nicht kennt. Also das Teeblatt
Wert kennt man, die Flüsse kennt man, die Bewegungen kennt man. Man kann auch diese Kräfte, die auf einen wirken, wenn man sich auf drehenden Oberflächen erfährt, nachvollziehen. Das kann man im Experiment überprüfen, zum Beispiel auf großen Platten, die sich drehen, wie man sie von der Kirmes her kennt. Also das sind viele Dinge, die Einstein alle wunderbar erläutert. Und ich glaube, wenn man Lust bekommen will, physikalisch zu denken, kann man solche Texte lesen, um dann anschließend vielleicht mit dem Lehrer darüber zu sprechen zu können. Das ist übrigens eine wirkliche Sache, die Einstein den Schulen vorgeworfen hat, dass die Noten, die man an der Schule bekommt, nicht davon abhängt, ob man über physikalische Phänomene sprechen will, sondern ob man Prüfungsfragen beantwortet. Er hält das aber für unwichtig, Prüfungsfragen richtig beantworten zu können, sondern er hält es für wichtig, über Dinge sprechen zu können. Deshalb war er auch dagegen, dass man überhaupt Abitur macht. Er ist für die Abschaffung des Abiturs. Das ist sein mächtigster, deutlichster Plädoyer, das er einmal gegen die Schule gerichtet hat. Für unnütz halte ich die Reifeprüfung, weil die Lehrerschaft einer Schule die Reise eines jungen Mannes, der die Schule mehrere Jahre besucht hat, ohne Zweifel wird beurteilen können. Und für schädlich halte ich sie aus zwei Gründen. Da sind zum einen die Examensangst und die große Menge des gedächtnismäßig zu assimilierenden Stoffes, die beide Schaden für die Gesundheit vieler junger Menschen mit sich bringen. Und da ist zum zweiten der Tatbestand, dass die bevorstehende Reifeprüfung das Niveau des Unterrichts in den letzten Schuljahren herabsetzt. Statt sich mit der Sache zu beschäftigen, konzentrierten sich die Lehrer auf die äußerliche Abrichtung der Schüler. Statt sich um eine Vertiefung des Stoffs zu bemühen, kümmerte man sich um den äußerlichen Drill, der der Klasse vor den Examinatoren einen gewissen Glanz verleihen sollte. Darum fort mit der Reifeprüfung. Also wohlgemerkt, Einstein war ein guter Schüler und er war deswegen gegen Prüfungen, weil er sich mit den Lehrern unterhalten, weil er in ein Gespräch über die Phänomene treten wollte. Und dann kann der Lehrer, das ist doch auch ganz sicher, oder die Lehrerin beurteilen, ob jemand am Stoff Interesse hat, mit dem Stoff umgehen kann, zu ihm Zugang hat. Und das zu bewerten, ist viel wichtiger als die zufällige Beantwortung einer Prüfungsfrage, die man um 12 Uhr morgens gerade bekommt oder nicht. Es gibt viele große Leute, die an Prüfungen gescheitert sind. Vielleicht ist das Gespräch die eigentliche Herausforderung, die man dann auch stellen könnte. Aber das ist nur Einsteins Vorschlag an die Schule. Natürlich wird jetzt jeder sagen, das kann man nur tun, wenn man nicht selbst in der Schule unterrichtet, weil das natürlich viel leichter ist, die Knaben und Mädchen mit Noten zu bändigen. Aber das lassen wir jetzt mal. Mein Vorschlag ist, das doch ernst zu nehmen. Kommen aber jetzt zum Ende. Ich möchte einfach schließen mit einem umfangreichen, langen Text, den Einstein in seinem Weltbild als erstes publiziert hat, wo er darstellt, wie ich die Welt sehe, also wie Albert Einstein die Welt sieht. Und ich hoffe, dass Sie jetzt einfach die Sprache dieses großen Mannes, seine poetische Weise, sich auszudrücken, genießen. Wie ich die Welt sehe. Wie merkwürdig ist die Situation von uns Erdenkindern. Für einen kurzen Besuch ist jeder da. Er weiß nicht wofür, aber manchmal glaubt er es zu fühlen. Vom Standpunkt des täglichen Lebens ohne tiefe Reflexion weiß man aber, man ist da, für die anderen Menschen. Zunächst für diejenigen, von deren Lächeln und Wohlsein das eigene Glück völlig abhängig ist, dann aber auch für die vielen Unbekannten, mit deren Schicksal uns ein Band des Mitfühlens verknüpft. Jeden Tag denke ich unzählige Male daran, dass mein äußeres und inneres Leben auf der Arbeit der jetzigen und der schon verstorbenen Menschen beruht, dass ich mich anstrengen muss, um zu geben im gleichen Ausmaß, wie ich empfangen habe und noch empfange. Ich habe das Bedürfnis nach Genügsamkeit und habe oft das drückende Bewusstsein, mehr als nötig von der Arbeit meiner Mitmenschen zu beanspruchen. Die sozialen Klassenunterschiede empfinde ich nicht als gerechtfertigt und letzten Endes als auf Gewalt beruhend. Auch glaube ich, dass ein schlichtes und anspruchsloses äußeres Leben für jeden gut ist, für Körper und Geist. An Freiheit des Menschen im philosophischen Sinne glaube ich keineswegs. Jeder handelt nicht nur unter äußerem Zwang, sondern auch gemäß innerer Notwendigkeit. Schopenhauers Spruch, ein Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will,
hat mich seit meiner Jugend lebendig erfüllt und ist mir beim Anblick und beim Erleiden der Härten des Lebens immer ein Trost gewesen und eine unerschöpfliche Quelle der Toleranz. Dieses Bewusstsein mildert in wohltuender Weise das leicht lähmend wirkende Verantwortungsgefühl und macht, dass wir uns selbst und die anderen nicht gar zu ernst nehmen. Es führt zu einer Lebensauffassung, die auch besonders dem Humor sein Recht lässt. Nach dem Sinn oder Zweck des eigenen Daseins sowie des Daseins der Geschöpfe überhaupt zu fragen, ist mir von einem objektiven Standpunkt aus stets sinnlos erschienen. Und doch hat andererseits jeder Mensch gewisse Ideale, die ihm richtunggebend sind für das Streben und für das Urteilen. In diesem Sinn ist mir Behagen und Glück nie als Selbstzweck erschienen. Ich nenne diese ethische Basis auch Ideal der Schweineherde. Meine Ideale, die mir voranleuchteten und mich mit frohem Lebensmut immer wieder erfüllten, waren Güte, Schönheit und Wahrheit. Ohne das Gefühl von Übereinstimmung mit Gleichgesinnten, ohne die Beschäftigung mit dem Objektiven, dem ewig Unerreichbaren auf dem Gebiet der Kunst und des wissenschaftlichen Forschens, wäre mir das Leben leer erschienen. Die banalen Ziele menschlichen Strebens, Besitz, äußerer Erfolg, Luxus, erschienen mir seit meinen jungen Jahren verächtlich. Mit meinem leidenschaftlichen Sinn für soziale Gerechtigkeit und soziale Verpflichtung stand stets in einem eigentümlichen Gegensatz ein ausgesprochener Mangel an unmittelbarem Anschlussbedürfnis an Menschen und an menschliche Gemeinschaften. Ich bin ein richtiger Einspänner, der dem Staat, der Heimat, dem Freundeskreis, ja selbst der engeren Familie nie mit ganzem Herzen angehört hat, sondern all diesen Bindungen gegenüber ein nie sich legendes Gefühl der Fremdheit und des Bedürfnisses nach Einsamkeit empfunden hat. Ein Gefühl, das sich mit dem Lebensalter noch steigert. Man empfindet scharf, aber ohne Bedauern die Grenze der Verständigung und Konsonanz mit anderen Menschen. Wohl verliert ein solcher Mensch einen Teil der Harmlosigkeit und des Unbekümmertseins, aber er ist dafür von den Meinungen, Gewohnheiten und Urteilen der Mitmenschen weitgehend unabhängig und kommt nicht in die Versuchung, sein Gleichgewicht auf solch unsolide Grundlage zu stellen. Mein politisches Ideal ist das demokratische. Jeder soll als Person respektiert und keiner vergöttert sein. Eine Ironie des Schicksals, dass die anderen Menschen mir selbst viel zu viel Bewunderung und Verehrung entgegengebracht haben, ohne meine Schuld und ohne mein Verdienst. Es mag wohl von dem für viele unerfüllbaren Wunsch herrühren, die paar Gedanken zu verstehen, die ich mit meinen schwachen Kräften in unablässigen Ringen gefunden habe. Ich weiß zwar sehr wohl, dass es zur Erreichung jedes organisatorischen Zieles nötig ist, dass einer denke, anordne und im Großen die Verantwortung trage, aber die Geführten sollen nicht gezwungen sein, sondern den Führer wählen können. Ein autokratisches System des Zwanges degeneriert nach meiner Überzeugung in kurzer Zeit. Denn Gewalt zieht stets moralisch Minderwertige an und es ist nach meiner Überzeugung Gesetz, dass geniale Tyrannen Schurken als Nachfolger haben. Aus diesem Grund bin ich stets leidenschaftlicher Gegner solcher Systeme gewesen, wie wir sie heute in Italien und Russland erleben, was die im gegenwärtigen Europa herrschende demokratische Form in Misskredit gebracht hat, ist nicht der demokratischen Grundidee zur Last zu legen, sondern dem Mangel an Stabilität der Spitzen der Regierungen und dem unpersönlichen Charakter des Wahlmodus. Ich glaube aber, dass die Vereinigten Staaten von Nordamerika in dieser Beziehung das Richtige getroffen haben. Sie haben nämlich einen auf genügend lange Zeit gewählten, verantwortlichen Präsidenten, der genug Macht hat, um tatsächlich Träger der Verantwortung zu sein. Dagegen schätze ich an unserem Staatsbetrieb die weitergehende Fürsorge für das Individuum im Falle von Krankheit und Not. Als das eigentlich Wertvolle im menschlichen Getriebe empfinde ich nicht den Staat, sondern das schöpferische und fühlende Individuum, die Persönlichkeit. Sie allein schafft das Edle und Sublime, während die Herde als solche stumpf im Denken und stumpf im Fühlen bleibt.
Bei diesem Gegenstand komme ich auf die schlimmste Ausgeburt des Herdenwesens zu reden, auf das mir verhasste Militär. Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon. Er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum Verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewalttat und die leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg. Ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden Tun beteiligen. Ich denke immerhin so gut von der Menschheit, dass ich glaube, dieser Spuk wäre schon längst verschwunden, wenn der gesunde Sinn der Völker nicht von geschäftlichen und politischen Interessenten durch Schule und Presse systematisch korrumpiert würde. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen. Das Erlebnis des Geheimnisvollen, wenn auch mit Furcht gemischt, hat auch die Religion gezeugt. Das Wissen um die Existenz des für uns Undurchdringlichen, der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtendster Schönheit, die unserer Vernunft nur in ihren primitivsten Formen zugänglich sind, dies Wissen und Fühlen macht wahre Religiosität aus. In diesem Sinn und nur in diesem gehöre ich zu den tief religiösen Menschen. Einen Gott, der die Objekte seines Schaffens belohnt und bestraft, der überhaupt einen Willen hat nach der Art desjenigen, den wir an uns selbst erleben, kann ich mir nicht einbilden. Auch ein Individuum, das seinen körperlichen Tod überdauert, mag und kann ich mir nicht denken. Mögen schwache Seelen aus Angst oder lächerlichem Egoismus solche Gedanken nähren, mir genügt das Mysterium der Ewigkeit des Lebens und das Bewusstsein und die Ahnung von dem wunderbaren Bau des Seienden, sowie das ergebene Streben nach dem Begreifen eines noch so winzigen Teiles der in der Natur sich manifestierenden Vernunft.